Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus dem wunderschönen Alanya. Ich trinke einen leckeren Chai bei meinem tollen Friseur, zu dem ich seit fast 3,5 Jahren gehe. Genieße es mal etwas gepflegter wieder auszusehen, nicht rumzulaufen wie der letzte Penner, weil ich fliege morgen nach Deutschland. Also wenn ihr mich nochmal treffen wollt auf der Caravan Salon 2024, Halle 14, Stand die 48 ist es, glaube ich, ja. Kann ich hier unten nochmal verlinken. Dann kommt auch vorbei, Samstag, Sonntag bin ich da. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt keine Anlageberatung, keine Finanzberatung, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Jetzt geht's los. Um mich drumherum, bei Freunden und Bekannten, die kaufen alle gerade Wohnungen. Ja? Wir sind an der Talsohle meiner Meinung nach angekommen. Es gibt jetzt wahnsinnig gute Angebote hier. Freunde von uns sind gerade hier, die haben gestern zugeschlagen in Afsala, kaufen da ein, zwei Wohnungen. Eine haben sie jetzt schon angezahlt. Andere Freunde von mir sind hier in Mahmudla gerade unterwegs und erzählen mir, was sie angeboten bekommen haben und so. Wahnsinnig gute Preise in schon fertigen Anlagen oder Anlagen, die gerade fertig werden. Sehr, sehr gut. Es ist jetzt die Zeit, wenn man jetzt Geld hat. Meiner Meinung nach sollte man sich jetzt was unter Nagel reißen, weil günstiger wird es nicht mehr werden. Weil, ich sehe das von unserem Balkon aus, wir gucken hier runter auf die Stadt, auf Mahmudla. Und vor ein paar Monaten standen da noch 5, 6, 7, 8 Kräne. Jetzt steht nur noch ein einziger Kran da und der wird auch bald abgebaut. Hier ist noch eine für dieses Gebäude da, fürs Dach oder so da. Und das war's dann. Dann sehe ich keinen einzigen Kran mehr. Das bedeutet, es wird kein Rohbau mehr hochgezogen gerade. Es wird nur noch fertiggestellt. Und die Sachen, die fertiggestellt werden, die werden jetzt abverkauft. Und teilweise gibt es da gerade auf dem Zweitmarkt super gute Angebote. Also Leute, die sich eine Wohnung unter den Nagel gerissen haben, vielleicht vor ein paar Jahren schon, wo es Bauverzögerungen gab, die haben noch super Preise gekriegt vor 3, 4 Jahren. Und die stoßen die jetzt ab, sagen, es dauert mir jetzt nicht zu lange, die wird jetzt fertig, aber ich will jetzt einfach wieder Geld haben, weil ich Geld brauche. Und da kriegt man echt super gute Preise. Sei es eine Studiowohnung, also eine Einzimmerwohnung, eine Zweizimmerwohnung, Dreizimmerwohnung, Duplex gibt es teilweise hinterhergeworfen. Auch beim Ali auf dem Kanal haben wir jetzt einige Wohnungen gesehen, wo ich denke so, boah, Alter, super Angebote. Ja? Richtig, richtig, richtig gut. Ja? Und da sollte man zuschlagen. Ja? Am günstigsten ist es natürlich in den Gebieten, wo es kein ICAMET gibt, ja, keine Aufenthaltsgenehmigung, dass man die sich als Ferienwohnung erstmal kauft oder halt als Investitionsgut, um zu vermieten. Es werden immer Wohnungen hier gesucht, gerade von Einheimischen auch. Wenn man dann nicht zu teure Preise macht, kann man auch einen guten Mieter kriegen, mit dem man halt die entsprechenden Verträge aufsetzen muss. Und dann hat man vielleicht auch einen Langzeitmieter, der Spaß dran hat. Was ich auch gehört habe, ist, viele Leute mieten sich hier was für ein Jahr und kommen dann halt nur immer wieder zu den Ferien hier. Weil, jetzt sage ich mal ein Beispiel, ihr würdet 500 Euro für eine Wohnung hier im Monat bezahlen, das sind 6.000 Euro im Jahr. Da ist dann schon IDAT mit drin und meinetwegen vielleicht noch Internet und so. Kann man ja nochmal mit dem Vermieter dann aushandeln. Ja? Und dann könnt ihr so oft kommen, wie ihr wollt. Ja? Könnt ihr 6 Wochen in den Sommerferien kommen oder eine Woche hier, eine Woche da, eine Woche da. Und ihr habt dann euer Zuhause und seid damit viel, viel günstiger, als wenn ihr dann in Airbnbs geht oder in Hotels oder sowas. Ne? Es gibt natürlich noch günstiger sein, als Beispiel halt. Mit 500 Euro kriegt man hier schon eine schöne eingerichtete Wohnung, wo man toll sich einrichten kann und dann kann auch niemand anderes rein. Dann kann man seine Sachen da lassen und so. Fliegt vielleicht immer nur mit Handgepäck. Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal einen Koffer nachbuchen müssen. Das ist so, dass jeder Koffer mich jetzt nach Düsseldorf, fliege ich ja, 55 Euro gekostet hat, sowohl hin als auch zurück für 25 Kilo. Ja, ich hatte erst ohne nur mit Handgepäck gebucht, habe aber gemerkt, nee, ich muss das auf die Messe mitnehmen, ich muss dann auch was von Düsseldorf wieder mit zurücknehmen, rein aus Messegründen, ja. Und da ist es halt dann so, ja, das sind 110 Euro schon, wenn man dann hier Sachen lassen kann, sei es Klamotten, sei es Rasierkram, Dios und so. Dass man einfach das in der Wohnung hat, dann spart man dann vielleicht pro Flug hin und zu 110 Euro. Das kann sein, ja. Also das ist ja echt klasse. Und jetzt ist die Zeit. Also ich meine, jetzt ist die untere Grenze der letzten Jahre von den Preisen, ja.
Es war schon mal günstig vor 3,5 Jahren, als wir hier unsere Wohnung gekauft haben. Da mussten wir aber auch ein bisschen gucken. Da hatten wir auch viel Glück, dass wir unsere Wohnung gefunden haben. Die haben wir damals wirklich zu einem Schnäppchenpreis bekommen. Und jetzt nochmal die gute Nachricht für alle Investoren. Diese Wohnung, in der wir wohnen, wird nie wieder, nie wieder diesen Preis nur kosten, wie wir damals bezahlt haben. Das ist nicht möglich. Ja? Das ist nicht möglich. In unsere Wohnung, selbst wenn jetzt alles hier im Bach runtergeht und so, die würden wir immer noch, wenn wir sie verkaufen würden, mit einem Plus von mindestens mal 50% losgehen. Ja? Wenn wir gierig gewesen wären, hätten wir die fürs Doppelte, vielleicht sogar fürs Dreifache verkaufen können in den Hochzeiten, als hier der Ukraine-Krieg losging. Und dann waren es so 3-4 Monate danach, da waren die Preise ja so, wie sie noch nie hier waren. Jetzt sind sie sehr gut, aber nicht mehr so gut wie vor 3,5 Jahren. Das ist halt das Ding. Es wird nicht, es geht nie wieder ganz runter. Es ist nicht möglich, ja. Weil Materialien wären teurer, Arbeiter wären teurer und so. Es ist nicht möglich. Das ist in Deutschland ja genauso. Wir hatten ja unser Haus auch gebaut damals, ich glaube für 300.000 Euro ungefähr. Wir haben es dann für 500 und 56.000 dann irgendwie verkauft, nachdem wir 15 Jahre drin gewohnt hatten. Ja, ungefähr, ne? Ja, ungefähr, ne? Und das ist natürlich super, ne? Das war ein super Investment und wir hatten eine schöne Zeit, ein tolles Haus, war auch nie was dran, ist eine Klasse gewesen, hatten aber auch sehr viel Glück mit der Baufirma, ja? Und meines Erachtens ist es hier jetzt ein super Zeitpunkt einzusteigen. In Dubai zum Beispiel, da war ich ja auch vor ein paar Wochen, ist es, glaube ich, ein sehr schlechter Zeitpunkt einzusteigen, weil da ja gerade ein sehr großer Hype ist. Ja? Das steigt ja immer noch weiter, sagt der Motto, aber da müsste man halt warten auf den nächsten Skandal, auf die nächste Korrektur, dass man da sich irgendwas unter den Nagel reißt. Ja? Aber ich bin halt zum Beispiel jetzt nur hier Fachmann für Alanya. Ich kenne mich hier ganz gut aus. Und Freunde von mir, die haben tatsächlich gesagt, sie sind nur in Mahmudla perfekt. Die kennen jedes Gebäude, jeden Hausmeister, jeden Makler und sagen, wir sind hier die Experten. Wir können jedes Ding einschätzen. Wissen, wie die Verwaltung ist, wie der Hausmeister ist, wie weit ist es dahin, wie ist die Bauqualität und so. Ich kenne auch jeden Bauherrn. Und das ist dann halt so eine Sache. Man muss sich halt ein Spezialgebiet suchen, wenn man halt mehr als zum Beispiel eine Wohnung halt kaufen will, dann sollte man halt dann auch vielleicht da wohnen, ja? Dass man das dann halt beurteilen kann. Ich gucke ja auch mal Videos, ich habe jetzt gerade von Georgien gestern ein paar Videos geguckt und so, und ja, das sagt mir halt alles nicht. Das ist dann der Stadtteil in der Stadt und ich gucke Nordzypern, da kenne ich auch noch nicht aus, war ich ja noch nicht mal. Dubai war ich jetzt ein paar Mal, aber da kann ich nicht sagen, ist JVC, JVT, Downtown ist Damak Hills 2, ja. Insider wissen, dass das nicht so geil ist. Ist das ein gutes Investment oder nicht, ja? Das kann ich halt nicht beurteilen, ich wohne ja nicht da, ne? Und man muss eigentlich vor Ort sein, um das beurteilen zu können, ja? Wenn man erstmal starten will, kann man ja auch erstmal mit etwas Kleinerem anfangen, entweder einfach nur als Investment oder zum selber für den Ferien machen oder drin wohnen, ja? Das geht ja auch, ne? Wenn man halt hier noch zum Beispiel Icamet haben will momentan, muss man ja $200.000 im Grundbuch eingetragen haben. Da muss man dann halt in die Nicht-Sperrgebiete gehen, ja. Und da ist es halt dann so, dass da meistens nicht so viele hohe Stockwerke sind. Und dadurch sind die Wohnungspreise da deutlich höher. Wenn du hier ein Gebäude hast, die sind, glaube ich, bis zu 13, 14 Stockwerke in Mahmudla erlaubt, ja, hast du natürlich viel mehr Wohnungen in so einem Haus, als wenn du nur 4, 5 Stockwerke hast oder 3, 4 Stockwerke hast. Das ist natürlich komplett andere Baustelle. Deswegen sind halt die Wohnungen halt in den Nicht-Sperrgebieten halt einfach teurer. Ne? Das muss man halt dann bedenken. Dafür kriegt ihr halt dann der Icamet. Ne? Da, wo wir unsere neue Wohnung gekauft haben, in Our Spring gibt es ja auch noch ein paar Wohnungen. Ich war jetzt aber lange nicht mehr da. Ich muss jetzt auch demnächst nochmal hinfahren, wenn ich dann aus Düsseldorf zurück bin. Machen wir nochmal ein Update-Video, wie es da jetzt weitergegangen ist. Und ja, also den Friseur hier kann ich auch total empfehlen. Der heißt Chade Coiffeur, ja, der Straßenfriseur. Ich kann euch den mal verlinken, weil hier sind so viele Friseure. Oft fahren dann die Touristen dann um die Ecke rum oder drei Häuser weiter oder auf der gegenüberliegenden Seite.
das ist dann nicht der gleiche. Ne? Die sind hier meistens alle gut. Es gibt hier keine schlechten Friseure, glaube ich. Aber er macht auch sehr gute Frisuren für Jugendliche und so. Viele Jugendliche kommen ja auch her. Auch mein 13-jähriger Sohn hat gemeint, ja, er kommt gerne hierher. Er wollte nie zum Friseur, aber er hat ihm so eine geile Frisur gemacht. Der weiß halt so ein bisschen Style und was die Jugendlichen so wollen. So, das ist halt schon ein Vorteil. Kann auch toll den Kindern die Haare schneiden. Das hat ja auch super gut geklappt, habe ich gesehen. Und verlinke ich euch auch nochmal. Also unter dem Video findet ihr den Messestand, wo ich bin, am Samstag und Sonntag. Das ist der 31.08.2024, wenn ihr das Video später seht. Und der 1. September 2024 bin ich in Düsseldorf von 10 bis 18 Uhr am Stand von Illo und Mops. Die haben da eine Aquion-Beratung, da helfe ich gerne mit. Und ja, wir hören uns bald. Und hier steht mein Quad, mit dem ich hier gerne rumfahre. Und ich wünsche alles Gute und bis bald.